Gleich fliegen die Sport-BHs hier auf die Bühne. Wahnsinn! Herzlich willkommen zum Zimmerfall, meine Damen und Herren, der Sendung, in der prominente Zeitgenossen vielleicht eine Heimstatt finden, wenn Sie am Ende der Sendung hier im Studio abstimmen und sagen, ja, denen zeigen wir grüne Karten, und falls Sie rote Karten zeigen, ist eigentlich vollkommen wurscht, dann ist die Sendung vorbei. Wer ist heute unser Gast, Christine? Unser Gast ist ein Mann, ist ein Sänger, ein klasse Musiker, ist Schauspieler, und aber eigentlich im Innersten seines Herzens wäre er viel lieber Vampir, schon als kleiner Junge. Er hat sich zumindest genannt wie ein ganz berühmter Vampirdarsteller. Er nennt sich Bela B, das B, das klären wir gleich. Der Mann ist richtig ein Rockstar, er gehört zur besten Band der Welt. Ach. Er sagt, Rockstars sind eigentlich eklig, aber er ist der Einzige, der nicht eklig ist. Und ich finde, damit hat er völlig recht. Er sagt, sein Äußeres ist... Nee, er sagt, er ist viel netter als sein Äußeres. Und das kann ich bestätigen. Und viele Frauen hier auch heute Nacht haben schon 10 beim Pförtner übernachtet, damit sie diesem Mann ganz nah sind. Und er ist der einzige Gast bis jetzt, der zum zweiten Mal bei Zimmer frei ist. Vor 6 Jahren war er schon mal da. Da mit 2 Ärzten, jetzt kommt er alleine, weil allein kann er es auch und er kann das sehr gut. Ja. Und mehr möchte ich jetzt eigentlich Schade, gar nicht. Schade, dass du vergessen hast zu sagen, dass die 10 von seinen Fans nur deshalb übernachten konnten, weil 200 von meinen dann rausgeworfen wurden. Das bedeutet Rache, Rache, Rache. Heute zum ersten Mal Zimmerfrei. Bela B. So, geht das schon lustig los, oder? Hätten Sie auch nicht gedacht, dass Sie so laut sein können, oder? Ja. Unglaublich. Ich glaube, Sie sind überzogen. Wir sollten anfangen zu essen, bevor es kalt wird. Genau, und das, was bitte nie ist. Ja, was er nicht dazu kommt. Genau. Tollwurst. Du hast dir das gewünscht? Ja, das passt ganz gut mit Ditsche, weil ich wohne in Hamburg seit ein paar Jahren. Und ich wohne direkt um die Ecke von der Bude, wo die das immer drehen. Ehrlich wahr? Ja, und ich habe da sehr oft Currywurst gegessen. Wie ist die Wurst da? Besser als die. Dabei ist die nach deinen Anweisungen gemacht. Ohne Darm? Ohne Darm. Ich sagte, mit Darm wäre es besser gewesen. Nee. Doch, dann knackt es, wenn man es isst. Ich weiß. Und dann zerläuft das Fett so. Nee, es knackt und man hat das Gefühl, es sei frisch. Das ist ja wie tot. Oder? Okay, Christine, jetzt muss ich dir eine traurige Wahrheit sagen. Ich habe keine Ahnung von Kühn. Das alles, was da liegt. Das ist tot. Für mich sind das verzauberte Brötchen, weil ich kann auch... Das stimmt. Verzauberte Brötchen? Spiruletten? Das habe ich noch nie gehört. Ja, weil... Oh, sag mal, es ist gut scharf hier, oder? Ja. Naja. Naja. Warum muss es ohne Darm sein, sag mal? Das ist... Also ich nenne das Berliner Currywurst. Ich bin neulich belehrt worden von einem Ostberliner, sag ich mal. Dass das natürlich nicht stimmt, dass das nicht die klassische Berliner Currywurst ist, weil es gab nur irgendwann mal Currywürste ohne Darm, weil es mal eine Darmknappheit gab. 1947. Nicht so lecker. Ja, auf jeden Fall haben sie dann halt aus einer Not Darm heraus... Her? Wo kommt Darm eigentlich her? Darm, wo das herkommt? Also ich habe einen Hühnerfall, aber... Gummi oder was ist da? Gummi? Das ist was natürlich. Nein, eher nicht. Was ist es denn? Darm kommt so aus toten Tieren. Mhm. Das ist was aus verzauberten Tieren. Und ich kann dir eins sagen, auch wenn wir die Wurst jetzt ohne Darm essen, sie wird den Kontakt zum Darm schon aufnehmen. Darmbrüller, oder? Los, Leute. Du bist ein Connoisseur, was Currywürste angeht. Genau, ich habe nämlich immer, um die Geschichte zu Ende zu führen, ihr freundlichen Menschen, ich habe die Currywurst als Kind immer ohne Darm bekommen, deshalb liebe ich die so. Ah. Hat deine Mutter die Haut abgezogen, was hat die gemacht? Nee, meine Mutter hat gearbeitet und mir Geld gegeben. Ach so. Da habe ich mir die Currywurst gekauft, gegenüber. Und hatte noch 2 Mark über. Gibt es in Berlin alle ohne Darm?
Nee, aber es gibt an jeder Bude, klar, es gibt an jeder Bude ohne und auch mit. So. Das ist auch jetzt im Zuge der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, weil das auch wirklich eine schöne Perspektive. Wurstentdarmer. Was schätzt du, wie viel Currywurst ich esse? In deinem Leben schon gegessen? Also in meinem Leben? Du bist jetzt knapp 44. Naja, ich habe schon so an manchen Bauernhof entvölkert, ja. Könnte sein, ja. Aber da sind ja dann irgendwie nach statistischen Berechnungen eh nur 10% Fleisch drin. Oder in der sowas, Wurst. In der Art. Was ist der Rest? Darm. Gehäckselt. Darm, Augen, Knochen. Schweineschwänze so durch. Mhm. Mhm. Genau. Nach wie vielen wird einem schlecht? Ich glaube, das meiste, was ich mal gegessen habe, waren 5 oder so. Ja. Auf einer Party. Weil wir machen das inzwischen, wenn wir mit dieser Band, die sich das leisten kann, dann Partys geben, dann wird für mich immer extra irgendwie so ein Currywurststand aufgebaut. Machen wir nicht so oft, aber und dann, dann bin ich immer so ein Zugzwang und muss immer mit den ganzen Fahrern und den ganzen Leuten, die dann so auf den Partys die Currywürste essen, auf diesen Goldpartys oder irgend so ein Scheiß. Ja, natürlich. Ne. Aber man muss natürlich dem Publikum erklären, es gibt schon sehr scharfe Currysoßen bei der Currywurst, aber diese, die schlägt dem fast den Boden ins Gesicht, denn die ist noch angereichert mit ganzen Chilischoten. Und ich muss sagen, ich schwitze jetzt schon aus jeder Pore so, als wäre die Sendung praktisch zu Ende. Und also ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll. Ich versuche es trotzdem. Ich esse auf. Also scharf ist es. Denn mach nicht wohnt auf dem Friedhof. Moment, bei dir geht es viel schneller als bei uns. Möchtest du? Soll ich mehr? Ich weiß nicht, ob du... Also ich könnte, ja. Würdest du auch wollen? Ich weiß nicht. Irgendwann ist so... Na doch, wollen. Aber wenn die dir nicht schmecken, das ist natürlich klar. Du hast ja gesagt, sie schmecken dir nicht. Doch, die sind okay. Also die ist okay. Also ich habe schon deutlich Schlimmeres gegessen. Ah, ja. Wann hast du das letzte Mal unerkannt eine Currywurst gegessen und Bier an einer Imbissbude? Oder dass die Leute sofort sagen, guck mal, da steht der Bela. Das kommt schon manchmal vor. Es gibt ja so Gegenden irgendwie so, da würden sie Sarah Connor nicht erkennen, ja, obwohl sie es alle hören da irgendwie. Also, aber kommt schon nicht, also ist nicht so oft. Wie sehen die Leute dann aus, die neben dir auch Currywurst essen? Wie Sarah Connor. Ja, im besten Fall, ja, nur im Darm halt. Wir haben was zum Neutralisieren da. Du hattest hier eine Flasche Ruski Standard Wodka. Mhm. Ja, ich habe versucht, ich wollte so einerseits so Standesbewusstsein hier demonstrieren, ja, mich so ein bisschen anbiedern, also eher beim Publikum. Das ist, glaube ich, nicht nötig, oder? Mit Schultersbier und Currywurst, was ich aber tatsächlich ja wirklich zu mir nehme. Wo ich eigentlich jetzt gerade ein Versprechen breche mit mir selbst, dass ich bis zu meinem ersten Konzert, wo ich alleine in 3 Tagen als Gitarrist und Sänger zum ersten Mal ein ganzes Konzert auf der Bühne stehen werde, ja, wollte ich keinen Alkohol trinken. Ja, aber in 3 Tagen ist ja praktisch gar nichts. Ne? Ja. Ja, aber du hast mir das vorhin erzählt und ich verstehe gar nicht, du hast gesagt, bist du richtig aufgeregt. Ja. Ist es der Moment, bevor du rausgehst oder das ganze Konzert? Ja, bei Konzerten ist es der Moment, bevor ich rausgehe. Bei dem Konzert jetzt wird es natürlich sein, ich fange in Rostock an. Dankeschön. Das ist mit Los Helmstedt oder schön mit Schön warm, danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Schön, dass du da bist. Ja. Das ist St. Petersburg-Wodka. Das ist der beste aus St. Petersburg. Uh-huh. Und ich war da mal 3 Monate, deshalb mag ich den so. Ich habe natürlich dann nicht damit gerechnet, dass ihr den kriegt. Wir kriegen alles. Wir kriegen alles. Runter. Was hast du gerade gefragt? Warum du das ganze Konzert über aufgeregt bist. Achso, na da werde ich aufgeregt sein, weil ich mich die ganze Zeit aufs Gitarre spielen konzentrieren muss. Und aber als Schlagzeuger habe ich mir so eine Bequemlichkeit angeeignet. Na, irgendein Beat wird schon stimmen. Ja. Und im Zweifelsfall klatschen die halt den Beat mit, das geht schon, du kennst es ja auch. Ne? Ja, vom Hören sagen. Ja. Und jetzt als Gitarrist ist das ein bisschen heikel gerade, also so beim Proben. Aber naja.